Lampenfieber. Als Kind dachte ich, das kommt von den heißen Scheinwerfern auf der Bühne. Dann wird dem Schauspieler irgendwann heiß und irgendwann wird er fiebrig und im fiebrigen Delirium vergisst er dann seinen Text. Also manche bekommen vielleicht wirklich Fieber, wenn sie auf die Bühne müssen, aber heute wissen wir, Lampenfieber hat vor allem zwei Gründe. Der eine ist, unser Gehirn lebt noch in Afrika, wir haben Angst, wenn wir ohne Deckung stehen und werden dann nervös, weil Evolution zu langsam, wir wissen nicht, dass da keine Gefahr herrscht, das heißt, wir wissen schon, aber unser Kleinhirn nicht. Also geraten wir in Panik und würden gerne in Deckung gehen. Der zweite Grund ist aber auch unser eigener innerer Feind. Wir machen uns zu großen Erwartungsdruck, wir wollen perfekt sein und wir denken auch zu viel darüber nach, was die anderen von uns halten und ob wir jetzt gut rüberkommen, ob wir richtig performen. Hart gesagt könnte man sagen, wenn du Lampenfieber hast, dann nimmst du dich zu wichtig, dich und deine Botschaft. Hey, wenn du das Privileg hast, vor anderen Menschen sprechen zu dürfen, dann geht es nicht um dich, dann geht es um die Botschaft und wie relevant die für die anderen ist. Das heißt, lass uns mal am Mindset arbeiten. Lass uns einmal verstehen, ohne Deckung vor Menschen stehen, ist nicht mehr wie in der Savanne Afrikas gefährlich. Da kommt kein Löwe, keiner schießt. Wir dürfen sprechen, das sollten wir genießen. Und es geht nicht um uns. Also sollten wir mit unserem Ego aus dem Weg gehen und den Weg freimachen für die Botschaft, für das, was hier an Austausch, an Resonanz passiert zwischen uns und den Zuhörern. Also, Schritt 1, mal ausatmen, Sofa-Seufzer, damit das Kleinhirn merkt, hey, ich bin gar nicht in Gefahr. Und Schritt 2, nicht über sich nachdenken, auch nicht so sehr über die Botschaft im Sinne von auswendig gelernt. Am besten frei aus dem Herzen sprechen, ganz im Moment sein, ganz bei den Leuten sein und dann spüren die, hier ist jemand, der nicht über sich nachdenkt, sondern über uns und eine hoffentlich wertvolle Botschaft.